Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Einige von euch haben vielleicht schon mitbekommen, dass ich in letzter Zeit immer mal wieder auf Twitch gestreamt habe. Und das hat immer mega viel Spaß gemacht, also schaut dort gerne vorbei, falls ihr es nicht schon getan habt. Lasst ein Follow da. Ich will jetzt nicht versprechen, dass mega oft Streams kommen werden oder was weiß ich. Aber ich habe auf jeden Fall vor, das Ganze relativ regelmäßig zu machen, weil das echt mega viel Spaß macht. Also, wie gesagt, schaut dort gerne vorbei. Und vor 2, 3 Tagen habe ich dort Community-Rennen gegen einige von euch gemacht. Und dabei sind ein paar richtig coole Sachen passiert, ein paar coole Szenen entstanden, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Deshalb gibt's jetzt so einen kleinen Highlight-Zusammenschnitt davon. Viel Spaß dabei. Lasst gerne schon mal einen Daumen hoch da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Von 1 bis 10, wie geil ist das Fun-Attack? Ich weiß nicht, also schon 10. Ist schon viel besser als das Logitech auf jeden Fall, ja. Vernünftiger Start. Vorsichtig in dieser Kurve, da habe ich immer Angst. Da kann natürlich leicht was passieren. Heiko Wasser, der Sieger des letzten Rennens, hier ein bisschen weiter hinten mal. Der wird nicht von Anfang an direkt vorne wegfahren können. Oh, da schießen sich beide Red Bulls, glaube ich, ab. Was zur Hölle? Das sah crazy aus. Leckt nicht mehr? Okay, ja, das freut mich doch. Da habe ich ja mal was hinbekommen. Seht ihr mal, so ein Vollidiot bin ich doch gar nicht. Alter, Heiko, was ist schon wieder vorne? Heiko, Mann. Schau mal, jetzt wurde er nicht mehr kommentiert regelmäßig bei RTL. Jetzt spielt er hier F1. Und der ist gut. Warum ist hier gelb? Okay, alles klar. Mal wegen dem Haas vermutlich. Ja, jetzt haben wir ein Problem mit dem ERS. Das fast am Limit ist und die kommen da jetzt beide mit DRS angeschossen. Oh, Haas. Jetzt haben wir mal das ERS, DRS immerhin. Oh ja. Oh, lol. Krass. Das hat Annie aber gut gemacht, dass er da so ein bisschen zurückgezogen hat, um jetzt kontern zu können. Das sah fast so aus, als wäre das beabsichtigt gewesen. Das gibt uns jetzt eine Chance, eventuell gegen Zombie. Nicht ganz, wir waren ein bisschen zu weit weg. Er kommt weit raus, kommt quer hier am Ausgang. Und das ist vielleicht unsere Chance jetzt, um das Podium hier klar zu machen. Das erste am heutigen Tag, im zweiten Rennen. Oh! Alter. Okay, eigentlich haben wir das in der Tasche, wenn jetzt kein erbärmlicher Fehler passiert in diesen letzten Kurven. Heiko war am Ende nicht so weit weg. Das waren nur 2,3 Sekunden. Obwohl wir hier am Fighten waren. Also da muss irgendwas passiert sein bei ihm. Boah, sehr guter Start. Ferrari. Heiko wieder vorne. Das ist krass. Oh, Red Bull. Oh Gott. Alter, ist der da gerade ausgeschossen. Ah, nein, 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 nein. Jetzt ist Ghosting halt aus. Ne? Jetzt ist Ghosting aus. Wir weichen mal aus. Hoffentlich keine Strafe. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen Glück. Aber was soll man noch machen? Ne? Wären wir auf der Strecke geblieben, dann würden wir da jetzt stehen hinter denen. Oh! Nein! Nein, was tue ich da? Wie unnötig. Da sind immerhin ein paar drin, also das wird jetzt nicht langweilig, aber die vorderen Plätze sind weg. Ah, die Punkte sogar noch nicht. Wir sind hier gerade 10. Der wird jetzt, glaube ich, auch das DRS haben, ne? Da geht der Flügel auf, oder? Ne, noch nicht. Noch nicht. Ja, und so reicht sein Topspeed auch anscheinend nicht, um hier vorbeizukommen. Hält er da außen mit? Ja, tatsächlich. Aber das schaffen wir jetzt auch und haben dafür die Innenseite für diese Kurve. Trotzdem setzt er sich durch. Oh, das war stark gemacht. Oh ja, da hat er keine Chance. Und wir haben nochmal das DRS, weil es nur einen Messpunkt gibt für beide Geraden. Das ist natürlich cool. Nices Duell. Hier vorne, die haben keinen Flügel, oder? Kann das sein? Ja, die waren eigentlich unendlich weit weg nach unserem Stop. Jetzt auf einmal haben wir beide hier vor uns. Ja, safe, haben die keinen Flügel. Die sind auch richtig langsam unterwegs. Vorsichtig, das wird jetzt natürlich besonders hier in den S's schwierig. Red Bull. Red Bull. Red Bull. Oh, wo geht Heiko dahin? Ah!
Nein, oh Mann, was war das denn? Oh Jungs, ey, komm, da kann man schon mal aus dem Weg gehen, wenn man so ohne Flügel hier rumgurkt, oder? Aber okay, am Ende ist ja alles gut gegangen für uns. Oh, ja, da hat's gekracht. Ah, das tut mir leid für Heiko. Ja, echt bisschen unnötig, dass die da so auf der Strecke bleiben, finde ich. Er hat auch ohnehin eine Strafe, also müssen wir auch nicht unbedingt vorbei. Es reicht, wenn wir da innerhalb von 2 Sekunden bleiben und selber keine Strafe kassieren. Vielleicht jetzt so eine Art Switchback. Ja. Ja, come on, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, den haben wir. Sehr gut. Ja, starkes Comeback, finde ich nochmal. Nach einem Boxenstopp in dem 5-Runden-Rennen werden wir hier Achter. Oh, lol. Ja gut, 14 Sekunden Strafe. Also, ich behaupte mal, dass wir innerhalb von 14 Sekunden bleiben von dem. Ja, cool. Schade für den wegen dem Dreher und dem Stop, aber sonst glaube ich nicht schlecht. Ich finde echt krass, wie sich meine Starts verbessert haben. Muss ich mich selber kurz loben, ey. Das war früher so eine Katastrophe immer. Jetzt sind eigentlich die meisten voll in Ordnung. Oh, da wollte ich nicht innen rein. Aber die haben sehr früh gebremst, alle. Und irgendwie ist das zu einem richtig coolen Manöver geworden, sogar ungewollt. Die Strecke ist halt schon wild, ne? Und dann auch noch online. Musste ich am Montag ja auch... Habe ich auch zu spüren bekommen. Beim Turnier. Oh, McLaren ist weg. Ah, Ghosting ist jetzt wieder an. Okay, aber vielleicht ist das auf der Strecke auch wirklich besser. Alter, wie krass haben wir uns hier nach vorne gefightet eigentlich. Platz 6 schon. Na, das hier war die Schicksalskurve. Da wollte ich innen vorbei an Dena. Hab dann leicht, glaube ich, sein Hinterrad berührt. Und das war's dann, weil die Wand auch echt nicht so weit weg ist an der Stelle leider. Echt vorbei an David hier. Ich weiß nicht, wir müssen uns das ERS ein bisschen einteilen. Und es ist erst die erste Runde. Bringen wir die mal hier erfolgreich zu Ende. Das war ja nicht schlecht bisher. Oh, stark von Peter da außen. Oh, zu dritt nebeneinander hier oder was? Wollen wir das machen? Ich weiß es nicht. Geiles Racing aber. Sehr, sehr geil sogar. Oh, Ferrari hat die Wand berührt. Der Red Bull kommt da ganz gefährlich auf die Strecke. Hat das aber gut gemacht, finde ich. Ist dann auch im letzten Moment so ein bisschen rübergezogen und jetzt nicht voll auf die Ideallinie geschossen. Oh, oh, Ferrari langsam. Das gibt dem Fatauri da eine Chance außen. Hat ein Rad. Ich würde gerne an David vorbei. Ich habe das Gefühl, dass wir da ein bisschen schneller könnten eventuell. Aber es ist schwer vorbeizukommen. Oh, oh. Ah, habe ich das ERS ein bisschen verkackt. Aber David auch anscheinend. Da sieht man es blinken hinten an seinem Auto. Das ist jetzt unsere Chance. Früh gebremst. Ja, shit. Shit, shit. Das ist manchmal so ein bisschen das Problem, wenn man ohne Ideallinie spielt. Ich hatte da gerade... Ich musste den Bremspunkt gerade raten, mehr oder weniger. Wenn man auch außen diese Schilder nicht optimal sehen konnte, da wir innen waren. Oh, und das wird direkt bestraft. Boah, Alter, diese Strecke, das ist wirklich... Das ist crazy. Ich muss hier noch ein bisschen besser werden in Saudi-Arabien. Aber ist auch nicht verwunderlich. Die ist so neu noch. Da ist das schon in Ordnung. Es reicht ja doch, so ein Millimeter mal zu spät einlenken oder ein bisschen zu spät bremsen, ein bisschen zu viel Speed in eine Kurve rein. Und das war's. Der hatte da, glaube ich, wieder Probleme mit seinem ERS, David. Boah, eine 29.0. Davon sind wir meilenweit entfernt. Eine 31.4. Und das war unsere beste Zeit. Das ist vielleicht sogar gar nicht so schlecht, dass er jetzt vorbeigekommen ist, wenn er sich nicht absetzen kann. Ja, dann sind wir nämlich... Oh Gott, was war das denn? Wollte das Übersteuern bekommen auf einmal. Ja, dann sind wir nicht so aufgeschmissen, wenn er mit DRS ankommt, wollte ich sagen. Aber das bringt nichts, wenn man viel zu weit weg ist. Oh, hat er Schaden? Das kann natürlich gut sein, ne, durch die Berührung mit der Wand. Ja, safe. Da muss irgendwas kaputt sein am Flügel. Na, schade eigentlich. Oder ist da was? Ich weiß es nicht. An manchen Stellen scheint er mir sehr langsam zu sein, aber an anderen kann er dann wieder echt gut rankommen. Und vorne hat wirklich jemand einen Fehler gemacht. Nicht nur einer, sogar einige. Wer weiß, haben die vielleicht auch Frontflügel... Ach, jetzt kommt er wieder angeschossen hier. Wow. Was soll man dagegen bitte machen? Wow.
gesagt. Ah, der hat uns gut zerstört. Ich glaube, die haben Schaden da vorne, oder? Ich weiß nicht. Schade, Mann. Eine Runde mehr, dann wäre das hier noch richtig spannend geworden. Es ist schon krass, wie man auf dieser Strecke vernichtet werden kann auf den Geraden, ne? Da war ja nichts zu machen gerade. Was ein Start, Alter. Oh, da werden wir leicht von der Strecke gerammt. Der geht da noch innen rein. Yo, ich dachte schon, dass es von uns oder von mir aggressiv war, da innen rein zu gehen. Und dann kommt da noch jemand. Zum Glück ist der McLaren geghostet, sonst wäre es das wahrscheinlich gewesen sogar. Ah, die kommen da alle angeschossen. Ich wollte extra langsam machen, um die Jungs vor uns nicht abzuräumen. Ah, wieder solider Start. Ich hoffe, wir verkacken das jetzt nicht so wie in Mexiko zum Beispiel. Das wäre ganz cool. Auch hier werden sich bestimmt einige wegdrehen, oder? In dieser Kurve, ja, direkt zwei voll synchron sogar, das sah im Spiegel echt geil aus. Stream beginnt gleich, ja, aber also ich habe mittlerweile, glaube ich, sowas oft genug gesehen und die werden safe ewig erstmal labern, bevor die das Auto zeigen. Also normalerweise ist das so, wer weiß, vielleicht... Ausnahmsweise nicht. Ja, aber dann, mein Gott, dann ist das halt so. Ganz toll. Es passiert auch leicht auf der Strecke, finde ich, sich zu drehen. In der Kurve passiert das schnell und in dieser anderen. Ja, hier halt. Da muss man echt nichts Besonderes machen. Ja, da. Alter! Was war das denn? Ich habe nicht mal Gas gegeben. Das war voll vorsichtig auch noch, finde ich. Boah, kleiner Lag von Levin, den schnappen wir uns jetzt aber mit DRS. Obwohl, hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Ich glaube, da hat er so ein bisschen drauf spekuliert, dass das passieren würde. Oh, das ist, glaube ich, keine gute Idee hier. Grüne Flagge. Jetzt aber. DRS kommt auch noch dazu. Dann ist das immerhin Platz 11. Ja, vielleicht gehen ja noch Punkte nach diesem Desaster. Schöner Move. Kriegen wir die Traktion auf die Strecke besser als er. Ja, sehr geil. Wenigstens Punkte. 9. von 19 mit 2 Drehern. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so schrecklich. Ja, cool. Trotzdem ärgerlich. Ärgerlich, weil ich glaube, dass wir sonst echt vorne hätten mitmischen können, weil da viele so auf einem Haufen waren. Aber okay. Okay, das Ziel einfach überleben, ne? Alles andere ist, glaube ich, zweitrangig. Da sind da welche reingeschossen. Hier werden sich so viele abräumen. Von daher bin ich auch gar nicht so heiß drauf, jetzt unbedingt krass ein Risiko einzugehen. Außer eine Chance ergibt sich natürlich. Wie jetzt eventuell, obwohl auch nicht wirklich. Oh, wow! Was? Was zur Hölle? Das war das Krasseste, was ich je gesehen habe, glaube ich, in dem Spiel. Alter, der wurde ja völlig auseinandergenommen, der Alpine. LOL. Krass, ey. Aber ich glaube, der kann noch weiterfahren sogar, oder? Also das war ja mal ganz, ganz crazy. Aber wir kommen immerhin ohne Schaden durch. Das ist schon mal gut. Und da wird noch mehr passieren. Das ist Monaco. Das gibt's nicht, dass hier jetzt nichts mehr passiert vor uns. Nicht auf dieser Strecke. Boah, vorbei in Raskas. Der Alfa Romeo, sehr stark. Und da müssen einige reinkommen. Die hatten anscheinend nicht das Glück wie wir. Oder sind halt nicht so gut durchgekommen ohne Schaden. Und somit ist das schon Platz 6, nachdem wir von der 13 aus ins Rennen gegangen sind. Boah, Lars jetzt... Oh, ganz langsam. Können wir das nutzen? So halb, das war nicht wirklich gut gemacht. Aber wir haben die Chance. Jetzt außen in der Haarnadelkurve und der zieht auch zurück. Gut mitgespielt von Lars. Das hätte er nicht unbedingt machen müssen. Aber hätte er da durchgezogen, dann wäre das ein Problem geworden. Oh! Alter, was ein Safe. Wenn nicht vielleicht sogar mehr als das, weil die beiden Führenden auch nah beieinander sind. Da kann auch leicht was passieren. Natürlich! Und hier passiert jetzt auch was. Oh, wir müssen langsam machen und werden dadurch vielleicht einkassiert vom Ferrari. Ja, das war jetzt ärgerlich. Gelbe Flagge.
Flagge. Und der Alfa Romeo hat sich zerlegt. Aber okay, der hatte eh die 6 Sekunden. Also ich glaube, vor dem wären wir ohnehin wahrscheinlich gelandet. Alpine. Platz 4, come on. 2,5 Minuten. Naja, ich weiß, ich habe nicht mehr viel Zeit. Aber das Rennen noch, das kriegen wir hin. Das ist ja schon die letzte Runde. Und dann geht's zum Lounge vom Red Bull. Bin ich froh, dass wir noch dabei sind nach der unnötigen Aktion gerade. Nein, nee, die waren nicht vor uns. Ah, okay. Aber solider 4. Platz vom 13. aus in einem Online-Rennen in Monaco. Ich glaube, das ist okay, Mann. Das kann man auf jeden Fall machen. Sehr cool. Okay, ja, dann gucken wir jetzt mal rüber auf den Red Bull. Geht's schon los?